Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Und ja, ich will unbedingt weiterspielen. Wir sind ja hier gerade bei der Goldmine. Die Sonne geht gerade auf, also ist hier noch ein bisschen dunkel. Ja, aber ich will unbedingt weiterspielen. Beim letzten Mal haben wir echt viel geschafft. Ihr habt auch so ein paar Sachen in die Kommentare geschrieben. Ich habe die leider nur so ein bisschen überflogen. Aber ihr habt unter anderem geschrieben, dass wohl hier eine Explosion passiert worden sein soll. Sieht ja auch so ein bisschen so aus. Und in dem Drogenlabor, wo wir letzte Folge waren, soll wohl ein Angriff stattgefunden haben. Das stand wohl in den Notizen, die ich nur überflogen habe. Das heißt, ich sollte vielleicht doch ein bisschen besser die Zettel und Notizen mir durchlesen, damit ich hier nicht solche wichtigen Informationen verpasse. Aber wir haben schon wieder einen neuen Dialog. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt gleich mal. Über die Goldmine. Ich könnte Mia anfunken, könnte fragen, sieht aus, als hätte jemand eine Bluttransfusion versucht. Ich habe einen Beutel voll Gold gefunden. Was erzähle ich ihr denn? Ich glaube, das erste ist interessanter. Looks like someone was attempting a blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or on second thought, maybe I don't. Ja, ich dachte, wir wissen das. Also ihr habt zumindest geschrieben, dass es an einer Explosion lag. Soll wohl auf irgendeiner Notiz gestanden haben. Pickelgesicht. Ja, oh, Entschuldigung. Da gehe ich immer mit der falschen Taste zurück. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, wir gucken uns mal eben hier die Zettel einmal nochmal an. Ja, hier sehe ich auch nichts. Die Maschine ist kaputt. Alle sind tot. 11. Woche. Okay. Also hier sieht man es dann. Alles klar. So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir sie nochmal anfunken und über die Goldmine fragen? Ja, wir fragen das andere auch nochmal. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? No. Maybe you have an idea? It's your money too. Frauen sind immer gut im Geld ausgeben. I get a new car. Da, siehst du. Oh no. I'm not getting rid of my car. I've had that thing since high school, okay? Roxanne's been good to us. She saved us thousands of dollars. When we get back home, you're gonna have to apologize to her just for saying that. Oh, I love our wonderful old car. We go way back. It is a classic. Okay, das war jetzt auch nur so ein bisschen Smalltalk, also ziemlich unwichtig. Ich werde jetzt auf jeden Fall, es wird ein langer Marsch, falls was passiert, bringe ich euch zurück. Wir sind jetzt hier ungefähr, wir müssen jetzt den Aufzug gleich wieder hoch und dann den ganzen Weg zurück und gehen hier vorne hin und klettern hier zu unserem Missionsziel. Das ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob was passiert. Wenn nicht, dann bringe ich euch zurück, bevor wir dann da hochklettern. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir haben ein Problem. Wieso greift ihr jetzt an? Ich bin doch langsam gelaufen. Okay, haut ab. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Ich hab's gar nicht gecheckt erst. Wir laufen jetzt erstmal ein ganzes Stück weit weg. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht. Ach du Schande. Ich habe ihn echt zu spät bemerkt, den Jaguar. Und ja, ihr habt gesagt, man soll nicht wegrennen davor, sondern langsam rückwärts gehen. Und ich habe es auch gemacht. Oh Gott, wir sind am Bluten oder so. Wir müssen unsere... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen unsere Wunden versorgen. Verband. Nein, wir kippen gleich um. Mach schneller. Gott, schnell untersuchen. Weiter, 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 weiter. Wir haben mehr Wunden, oder? Ja, wir haben mehr Wunden. Na, gib mir noch einen Verband. Nicht umkippen. Ich will nicht sterben. Wir haben doch noch Schmerzmittel, oder?
Wissen wir mal. Geistige Gesundheit bringt das nur. Ist noch mal ein Schokoriegel. Ein paar andere Sachen. Oh, uns hat es richtig erwischt bei dem Jaguar-Angriff gerade. Also der hat uns ordentlich die beiden Arme zerkratzt. Ich glaube, das war richtig knapp. Aber wir sind jetzt, glaube ich, erstmal wieder versorgt. Wir müssen... Wundinfektion. Oh nein. Wie behandeln wir das? Oh Gott. Es war ja klar, dass irgendwas passieren muss, ne? Auf dem Weg. Eine Wundinfektion. Benutzt man dagegen? Schauen wir mal ganz kurz hier nach. Wundinfektion. Wirkung senkt mit der Zeit die Kondition, verursacht Fieber. Bekannte Behandlungsmethode. Maden in die Wunde setzen, um totes Gewebe zu entfernen. Schmerzhaft und der Geisteszustand leidet. Verband in Kombination mit einer Pflanze mit antibiotischen Eigenschaften. Also was haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ja, dann haben wir Maden noch. Ich hoffe doch mal. Jo, Maden haben wir tatsächlich noch. Okay, nützt ja nichts, Leute. Ist zwar nicht schön. Aber die Maden sollen dann mal die Wunde sauber essen. Können wir jetzt nicht ändern. Wir haben zum Glück noch genau zweimal Maden. Hat uns die Katze ganz schön erwischt. Oh Gott, ich hoffe, wir überleben das. Ich will mich jetzt versuchen, noch schnell durchzuschlagen. Ins Lager. Und da gehen wir dann schlafen. Das wird uns sicherlich helfen. Wir haben auch Fieber und alles. Oh Gott. Aber wir dürften jetzt... Ist das hier der Eingang schon? Ist das der? Ah ne, das ist der falsche Eingang. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo wir sind. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Geht es nicht hier rechts hoch? Ja. Hier rechts geht's durch. Und dann haben wir es geschafft. Erstmal ins erste Lager. Da können wir erstmal nächtigen. Ja, ich habe die Katze echt sehr spät erst bemerkt. Und ja, wahrscheinlich hat sie mich deswegen auch noch angegriffen. Gehen jetzt, die essen wir nochmal eben. Die geben nämlich ein bisschen Energie, nicht, dass wir hier umkippen. Dann gehen wir mal ins Lager und schauen mal, dass wir uns ausschlafen und uns ein bisschen erholen. Ich hoffe, die Wundinfektion geht davon wirklich gleich weg von den Maden. Hängematte, schlafen. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt uns ausgeschlafen. Puh, ja, gesundheitlich sind wir natürlich immer noch nicht so nice am Start. Okay. Wir haben natürlich jetzt immer noch wieder eine offene Wunde anscheinend hier. Ich hoffe, die infiziert sich jetzt nicht nochmal. Wie behandelt man sowas denn? Das ist ja... Nee, ich kann jetzt nicht mit dir funken, Mia. Wenn du das gern hättest. Wir brauchen noch mehr, Gut, Egel haben wir auch wieder. Wir brauchen noch mehr Pflanzen hier mit Verbänden. Unbedingt. Schaue ich mal eben, dass ich hier schnell eine finde. Wird ja wohl irgendwo eine sein. Wir haben es aber zum Glück überlebt. Bin ich sehr, sehr froh. Gibt's doch nicht. Wo ist diese Pflanze? Da. Hab sie gefunden. Das ist, glaube ich, die Pflanze, die Verbände gibt, ne? Okay, sehr schön. Erstellen. Verband. Jetzt ist sie schon wieder infiziert. What? Wir haben keine Maden mehr. Nein, das ist nicht gut. Bitte, was machen wir denn jetzt? Kriege ich jetzt Maden her? Ich habe jetzt nochmal geschlafen, Leute. Habe leider keine Maden mehr gefunden. Also links die Wunde haben wir gut behandelt. Rechts die Wunde ist noch da. Wir müssen irgendwas finden. Also das ist nicht gut. Ich will nicht daran sterben. Oh nein, ey. Ist ganz und gar nicht gut. Und unsere Blattrüstung hat ja auch komplett zerfetzt, der Jaguar. Gut, dass wir die hatten. Aber wir brauchen auch mal dringend eine bessere Rüstung. Vielleicht hätten wir dann nämlich gar keine Wunden davongetragen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie so ein totes Tier oder so finden. Ich dachte immer, hier lag hier nicht irgendwo eins in der Nähe immer rum, wo man Maden finden konnte. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, welche Pflanze dafür gut ist. Das könntet ihr mir sicherlich verraten, aber so lange kann ich leider nicht warten. Leute, ich versuche jetzt mal ein Schwein zu töten oder zu erlegen. In der Hoffnung, dass wenn ich das so liegen lasse, dass hier Maden entstehen.
werde jetzt noch einmal schlafen gehen, dann kommen wir wieder. Und schauen mal. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht zu weit weg. Ich lege mich jetzt mal eben hier auf den Waldboden. Ich hoffe, mir passiert nichts. Und dann gucken wir gleich mal, ob da dann Maden entstehen. Wir schlafen mal eben 1-2 Stunden. 13, 14 Uhr. So, aufwachen. Jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwas ist mit Maden. Nee, gar nicht. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh Gott. Jetzt wurde ich auch noch von der Schlange gebissen. Auf der Suche. Du bist gestorben, getötet durch Gift. Hinweis, große Katzen sind keine Kämpfertypen und ein paar Treffer genügen, um sie abzuschrecken. Ja, das habe ich ja gesehen. Ja, so viel dazu. Müssen wir neu laden und mal gucken. Hoffentlich werden wir diesmal nicht angegriffen. So Leute, diesmal habe ich es, ohne angegriffen zu werden von der Katze, durch den Tunnel hier geschafft. Und jetzt können wir zu dem Lager da vorne gehen. Mein Ziel war es ja eigentlich in der heutigen Folge noch, hier zu A2 zu gehen. Aber ich glaube, bevor wir das machen, sollten wir uns erstmal ein bisschen bessere Ausrüstung besorgen. Also das heißt bessere Rüstung, bessere Waffen und so weiter und so fort. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz schön gefährlich werden wird. Und ihr habt ja gerade gesehen, wir hatten halt auch keine ideale Ausrüstung, um uns gegen die Katze vorhin zu verteidigen. Ja, hätten wir da wahrscheinlich eine Knochenrüstung gehabt oder bessere Speer oder so, dann wäre das bestimmt gar nicht passiert. Ich werde jetzt erstmal hier das Lager aufschlagen, nochmal kurz. Und ja, nochmal Knochen ranholen, ein bisschen jagen und sowas. Und dann mit euch gemeinsam ein bisschen Knochenrüstung herstellen. Und dann noch eine bessere Waffe, denke ich. Also das ist so der Plan. So, wir gehen jetzt erstmal auf die Jagd. Da legen ein paar Schweinchen hier, damit wir Knochen bekommen und Fleisch. Und damit wir uns halt bessere Ausrüstung machen können. Aber die laufen gerade irgendwie alle vor mir weg. Will denen natürlich einen Kopftreffer geben. Die gerade mit dem Rücken zu mir. Anderes Schwein auch, das ist da im Busch. Versuch mal so ein bisschen seitlich zu laufen. Da müsste ich eigentlich in den Kopf ziehen können. Perfekt. Das hat geklappt. Tut mir leid, aber ja, ich brauche leider deine Knochen und dein Fleisch. Kleines süßes Schweinchen. So, wir haben 4 Knochen. Sind jetzt leider zu schwer beladen, aber es gibt sicherlich einige Dinge, die ich hier nicht mehr brauche. So, unser Essen brutzelt hier unter unserem Feuer. Darüber trocknen wir ein bisschen Fleisch. Das ist ja schon mal ganz nice. Und ich würde sagen, jetzt stellen wir uns mal die erste Knochenrüstung her. Ich denke mal, das wird auch relativ simpel gehen. Wahrscheinlich 3 Knochen oder so, genau. Und vielleicht noch ein Seil. Noch ein Seil? Ja, Knochenrüstung, perfekt. Davon werden wir uns jetzt für alle Gliedmaßen jeweils eine herstellen. Dann brauchen wir ja nicht mehr diese billige Blattrüstung. Die lassen wir dann hier liegen. Ich denke mal, die Knochenrüstung wird um einiges stabiler sein. Ich werde dafür aber noch ein bisschen jagen müssen, sehe ich gerade. Und auch noch Seile besorgen und so. Also muss da noch mal ein bisschen unterwegs gehen. Aber dabei müsst ihr ja nicht dabei sein. Das ist ja relativ simpel. Ich gehe einfach da vorne die Wildschweine holen. Und Seile sammle ich einfach im Dschungel. Ich habe leider jetzt keine Wildschweine mehr da vorne gefunden. Aber ich denke mal, zweimal Knochenrüstung und zweimal Blattrüstung ist eigentlich erstmal okay. Also wir haben jetzt erstmal den Arm Knochenrüstung. Das heißt, falls uns nochmal so ein Jaguar angreift, dürfte er uns eigentlich nicht erwischen an den Arm. Weil ich glaube nicht, dass ein Jaguar auf die Beine geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat er ja gerade auch nicht gemacht. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine bessere Waffe und müssen nochmal eben hier unser Fleisch essen. Essen und essen. Perfekt. Es gibt ordentlich Proteine. Jetzt haben wir wieder Blutegel. Das ist natürlich wieder typisch. Immer wenn ich euch hier zurückhole, dass ihr zuschauen könnt, kommen Blutegel. So, herstellen. Ein langer Stock. Ich denke mal, man kann auch einfach einen Speer aus Obsidian machen. Haben wir noch Obsidian? Ja, perfekt. Gucken, ob das einfach so geht. Dann noch 2 Seile waren das, glaube ich. Oder ein Seil. Ja, Obsidian-Speer. Perfekt. Ich denke mal, der wird besser sein zum Kämpfen. Als, ja, wir müssen mal kurz hier die Waffen sortieren. Als dieser 4-zackige Speer. Den lassen wir einfach dann mal hier im Lager liegen. Und dann können wir uns sogar echt noch auf den Weg machen. Also ich bin jetzt... Was ist das denn? So sehe ich den nicht. Oh, jetzt. Okay. Ja, ich bin jetzt eigentlich ziemlich gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe jetzt einigermaßen Rüstung. Wir sind jetzt... Hier sind wir. Das heißt, wir müssen eigentlich nur nach Osten gehen. Und dann... Ja, dann sind wir schon bei dem Lager. Also das sollten wir eigentlich hinkriegen. Also einfach hier in Richtung Osten. So, das war diese Richtung.
Und dann klettern wir da hoch und dann schauen wir mal, was uns da im Lager erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und da sind wir an der Stelle, wo der Wurfhaken ist. Da gehen wir jetzt hoch und dann geht's weiter mit der Story. Ich bin echt mega gespannt. Also wir werden jetzt hier hochklettern und gehen dann hier zu diesem Lamna 2 oder was das war. Puh, ich bin sehr gespannt. Das wird ganz schön spannend werden, glaube ich. Das erste Mal, dass wir den Wurfhaken werfen. So, wir haben es nach oben geschafft. Jetzt sind wir hier. Kann man hier auch runterspringen? Ich tue es lieber nicht. Oh, ich bin fast runtergefallen. Aber wir gehen mal weiter. Ich bin jetzt echt gespannt, was uns erwartet. Ich schleich mal lieber ein bisschen. Boah, wie sieht das denn aus? Oh Gott. Ist hier irgendwer? Ist mega gruselig. Ich traue mich nicht dahin zu gehen. Ich gehe jetzt mal ein Stück zurück und funk Mia an. Nicht, dass dann irgendwer kommt. So kann ich wenigstens noch fliehen, wenn jemand kommt. Mia, I found the Lambda location and it looks nothing like our tent. Then what is it? Yeah, it looks like a place of worship. With the Yabawaka imbibe ayahuasca. Look, the map pointed to this place. Maybe if you find its owner, you'll learn how to get out of there. You just have to keep going. I don't know if I can make it. It took me so long to get here. You can make it. I'm here with you, aren't I? And I'll be with you every step of the way. Just stay strong for me. I will. I promise. Was ist das denn für ein Ratschlag? Also, keine Ahnung, ey. Ich will doch jetzt nicht den Besitzer von dieser Karte finden, der mich an so einen Ort führt. Dem will ich gar keinen Kontakt haben. Gott, ich hoffe, ihr erwartet uns nichts. Ja, Blutegel. Genau jetzt kommt ihr wieder. Meine Güte. Gibt's da echt keine Salbe oder sowas gegen Leute, dass die nicht so oft kommen? Weil ich muss echt sagen, dass die mittlerweile ziemlich nervig geworden sind. So, was haben wir denn hier überhaupt? Eine Obsidianklinge haben wir, glaube ich, schon dabei, ne? Ne, wir haben Knochenmesser. Schon das Ganze mal. Sogar noch perfekt erhalten. Oh, wir haben hier noch Seerosenblüte. Nehme ich mal mit, diese Kräuter. Die kann man, denke ich mal, gut gebrauchen eventuell. Das sind beides so Seerosenblüten. Aber keine Ahnung, ob wir die brauchen, ob man die für irgendwas verwenden kann. Oder ob die nutzlos sind. Ist da? Da ist nichts drin. Ja, und hier haben wir schon wieder so eine zeremonielle Schüssel. Das heißt, hier können wir wahrscheinlich wieder ein Feuerchen runterplatzieren, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Das ist korrekt. Wir haben alles rein, was wir haben. Das müssen wir bestimmt auch wieder machen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Sachen, die hier liegen, da reintun müssen. Was lag da? Zwei Seerosenblätter und diese Mulnierablätter oder wie die heißen. Aber wir gehen erstmal weiter erkunden. Aber ich denke mal, das könnte das Rezept sein. Sollte ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Nicht, dass ich das vergesse. Gehen jetzt erstmal weiter. Echt Angst, angegriffen zu werden gerade. Der Ring macht es jetzt auch nicht besser. Dann höre ich nämlich noch weniger. Oh ja, hier ist schon wieder der nächste Stein. Na super. Das heißt, wir werden wieder unsere nächste Vision wahrscheinlich erleben. So, the passage from the Lambda location is blocked by a rock covered in tribe paintings. Like the one I told you about. You mean the disappearing rock? It's not funny. Can you help me translate what it says? All right. So, the inscription goes like O-T, and the painting shows two people, one black, one blue, with a rock between them. It might be a sign for a sort of spiritual passageway. The natives believe their ancestor spirits
still live in the jungle and can be reached through certain rituals. The passageway also prevents evil spirits from returning. Great, but that sure as hell doesn't help me right now. I need a sign for a physical passageway. Wait. I have an idea. Over and out. Oh mein Gott, ey. Die Alte. Würde ich auch nicht drauf klar. Den Knochen. Blätterbett. Pilze. Kokosnussschale leer. Also haben wir auf jeden Fall schon mal so ein kleines Lager hier. Das ist nicht schlecht, aber wir können hier nur schlafen, nicht speichern. Ah, gut zu wissen. Aber diese Knochen machen mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Wir werden jetzt aber erstmal das Feuer anmachen und dann versuchen wir das mal mit der Zeremonie, so wie ich es mir denke, mit dem Rezept. Vielleicht kriegen wir das ja diese Folge noch hin. Ich kann halt immer echt schwer einschätzen, wie lang die Folge für euch ist, weil ich spiele jetzt schon wieder fast eine Stunde, weil ich halt sehr lange durch den Dschungel gelaufen bin. Und für euch schneide ich natürlich das meiste raus. Das ist ja selbstverständlich. Das müsst ihr euch ja nicht antun, wenn ich hier rumirre. So, Feuerchen. Perfekt. Ja, machen wir die Glut mal an. Dann schauen wir mal, ob wir recht haben mit unserer Rezeptidee. Also zwei Seerosen, einmal dieses Musarinblatt oder wie das heißt. Und vielleicht müssen wir uns auch in den Finger pieksen und so ein bisschen Blut oder so da reinmachen. Dafür könnte er durchstehen. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das so gedacht ist. Weil, ich meine, wie sollen wir sonst auf den... Ach nee, wir müssen wieder das gleiche machen wie letztes Mal. Aber meine Idee ist kompletter Schwachsinn. Na gut, stellen wir mal eben hier den Verband nochmal her. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mir mal kurz auf die Suche nach dieser Blume und dieser Ranke. Ich habe das Gefühl, dass diese Laderuckler immer schlimmer werden in dem Spiel. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich habe auch schon bei mehreren gesehen, dass die das Problem haben. Hiervon hatte ich doch hier so eine Ausfall, oder nicht? Wartet mal. Ach, mit E war das ja genau. Natürlich. So, wir haben alles reingesteckt, wie es aussieht. Jetzt geht's wieder auf den nächsten Drogentrip. Wie krank das immer aussieht, ne? Ich komme hier schon, mein Junge. Boah. Der Mega-Flash. Der Stein ist offen. Wieder die wunderschönen Schmetterlinge. Boah. Blendet einen wirklich. Mega gespannt, was wir jetzt sehen werden. Jetzt in eine richtige Höhle rein. Ganz vielen Schriftzeichen. Oh Gott, alles schwankt. Was ist denn jetzt los? Die Zeit ist angehalten. Oh mein Gott. What is happening? OT. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich ein wenig erschreckt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Was für so eine Krankenhaustür oder sowas? Higgins.
Is this my office? Wie cool das einfach aussieht, ne? Draußen sieht man leider nichts. Aber hier ist ganz viel zu lesen, Leute. Für das Kapitel über natürliche Arzneien, Fundorte des Pilzes in den Höhlen des Dschungels. Der Pilz, der von den Indus bei den Ritualen verwendet wird, lässt sich in dunklen Höhlengängen finden und hat die folgenden Eigenschaften. Bla bla bla, ich überfliege das mal eben. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich es überfliege, aber ich will jetzt hier nicht so lange lesen. Ich bin immer sehr, sehr lesefaul bei Spielen. Ich hoffe, ich überlese nichts. Eine neue Spezies verbergen. Wir haben auch noch einige andere Zettel zu lesen. Falls sie wichtig sind, schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr könnt ja pausieren. Was ist denn hier noch? Der nächste. Kapitel 3, da bin ich aber falsch, oder? Wo war ich gerade? War das hier auch Kapitel 1? Nee. Okay, dann lese ich doch Kapitel 3 als nächstes. Für alle religiösen Rituale und Heilungszeremonien des Jabawaka-Stammes wird ein halluzinogenes Gebräu benötigt. Das Ayahuasca genannt wird. Das ist wahrscheinlich das, was ich gerade zu mir genommen habe. Kann das sein? In der Kekua-Sprache bedeutet es Liane der Seelen. Es enthält Bestandteile der Lianenart Banisteropsi Kapi, die... ach, bla 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 bla. Das ist echt so anstrengend zu lesen. Diese ganzen Fremdwörter dann auch noch. Oh mein Gott. Buchseite. Der Schamane kann die Teil... ah, hier gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, die über die Rituale der Jabawakas und sonst was erzählen und Zeremonien. Ist wahrscheinlich alles wichtig, aber ist mir viel, viel zu viel. Viel zu viel Information. Ich meine, ich finde die Story echt interessant, aber ich bin einfach zu faul. So, was haben wir denn hier? Oh, den blauen Pilz habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht kriegen wir den auch noch zu Gesicht, der ist bestimmt wichtig. Unter den vielen Schätzen Amazoniens verdienen vor allem die Pilze besondere Aufmerksamkeit. Bla bla bla, okay, hier geht es auch um Pilze. Next. Oh, die Pflanze kennen wir tatsächlich sogar schon. Ist das nicht... was ist denn das nochmal? Die habe ich auf jeden Fall schon mal gepflückt. Die Funki oder auch Herzblattlilie genannt. Und herzförmig. Bla bla bla. Es ist auch schon mega spät. Ich kann nicht mehr lesen. Es tut mir sehr, sehr leid, Leute. Das ist echt gerade too much. Ich glaube, wir haben aber soweit alles wahrgenommen, ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist die nächste Tür. Das ist auf jeden Fall mein Büro. Ich scheine mich hier echt lange recherchiert zu haben und vorbereitet zu haben auf diesen Ausflug zu den Jabawakas. Und ja. Jetzt geht's weiter in den nächsten Abschnitt. Super gespannt. Das ist ein Lagerraum oder sowas. Liegen da auf dem Boden. Sind Bücher, oder? Ganz viele Umzugskartons. Oha. The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation or global warming. We don't think about such things until it's too late. Das war wohl das Buch, was Mia wahrscheinlich geschrieben hat oder ich oder sowas. Eins von beiden. Liegt hier auf jeden Fall überall, wir sollen es wohl lesen. Hier liegt noch ein Brief. Und noch ein Brief. Wir lesen mal das Buch. Da gibt es hier viel zu lesen. Eine Reise ins Herz des Dschungels. Entdecken Sie erstaunliche... ja, ist halt... wäre auch ein Buch, was ich mir niemals angucken oder durchlesen würde. Wobei es wahrscheinlich ziemlich spannend ist. Aber ich bin eh nicht so der Lesefan. Wisst ihr sicherlich. So, hier haben wir irgendeine Zahlungsaufforderung. Da sie die Zahlung in Höhe von 70.000 US-Dollar in Worten 70.000 für ihr bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Falls innerhalb des genannten Zeitraums keine Zahlung in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen erheben und den Fall vor Gericht bringen, wofür sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Mit freundlichen Grüßen, M. Kimak. Okay. Das ist nicht gut. Scheinen wohl richtig Geldprobleme gehabt zu haben.
Patientin Mia Higgins, Hauptversicherer, Heal Yourself, bla bla, zusätzliche Versicherung nicht vorhanden. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. Oha, okay, die scheint wohl irgendwie krank zu sein, die Mia. Medikamente 12.000, Zimmer und Krankenpflege 31.000. Das sind doch Summen, ne? Ja, 31.000. Boah, ist das viel Geld. Labortest, Radiologie, Aufwachraum, Endoskopie, CT-Scan, MRT, Belehrung, Operationssaal, Narkose. Boah, das summiert sich alles, ne? Ergotherapie. 200.000 US-Dollar. Oh mein Gott, wir scheinen richtig, richtig Geldnot gehabt zu haben. Oder haben wir noch? Lieber Dr. Higgins, da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Omolocorp an mehreren Thesen aus Ihrem Buch interessiert. Genauer gesagt, Sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnlich effektive Arzneien verfügen, gehen dabei aber leider nie ins Detail. Falls Sie uns genauere Informationen liefern können, wäre blablabla gewillt, eine beträchtliche Summe in die Erforschung dieser Substanzen zu investieren. Ah, okay. Da wollte eine Firma wohl an die medizinischen Sachen von den Jabberwockers, nenne ich sie immer gerne. Klingt eigentlich ganz cool. Kenne ich auch irgendwoher den Namen. Jabberwockers. Habt ihr das bestimmt auch schon mal irgendwo gehört? Wollten die wohl an die Medizin ran. Ich glaube, dass wir alle von dieser Zusammenarbeit profitieren könnten. Ja, von dieser Operation halt. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. Na, wenn es ums Geld geht, ne? Dann ist es immer so. Dann ist keiner mehr. Egoistisch. Na, eigentlich sind sie immer alle egoistisch und nur hinterm Geld her. You think I'm selfish, just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt. Vielleicht hat die Mia irgendeine Krankheit. Und deswegen wollten die unbedingt den Kontakt zu den Jabberwockers aufnehmen, damit sie Mia vor dem Tod. Oh, jetzt kann ich nicht. Doch, ich kann noch zurück. Damit sie Mia vor dem Tod halt bewahren können. Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Okay. Mit einer Berührung gehe ich wahrscheinlich weiter von mir. Ist noch irgendwas zu erkunden? Lesen. Ein mittelmäßiges Buch für Liebhaber. Okay, das scheint irgendeine Rezension zu sein. Boah, was stand da unten? Müssen wir nochmal kurz gucken. Dementsprechend kann man dieses Buch nur denen empfehlen, die sich sehr für die Kultur indigener südamerikanischer Völker und ja, bla 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 interessieren. Okay, das Buch scheint wirklich nicht gut angekommen zu sein. Mia scheint irgendwas zu haben. Oh, ich kann sie sogar lesen, sehr gut. Abteilung für Onkologie. Onkologie. Ich weiß gar nicht, was das ist. Bösartiger Tumor im linken Lungenflügel. Oh nein. Metastasenbildende Veränderung im rechten Lungenflügel. Es geht also um Krebs und Metastasen. Ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion, die hat ja alles. Schmerzen in der linken Schulter. Behandlung, eingeleitete medizinische Behandlung, Eingriff. CT der Brust. Muschel, 1,5. Okay, einen riesengroßen Tumor. Oh mein Gott. Palliative Behandlung empfohlen. Ja, palliativ heißt, dass man sterben wird. Und ja, dafür gibt es auch zum Beispiel eine Station im Krankenhaus, die einen dann das möglichst noch so angenehm wie möglich gestaltet. Bis zum Tod. Ja. Also sie war sterbenskrank anscheinend. I didn't know.
Was? Wusste ich nichts von ihrer Krankheit? Oder bin ich jetzt verwirrt? Kam jetzt gerade so rüber. Hat mir davon nie was erzählt. Oh mein Gott. Okay, wir müssen sie anfunken. Ganz, ganz wichtig. Das machen wir auch jetzt noch. Okay, ich wusste es halt wirklich nicht. Mia, I drank another dose of ayahuasca and... But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, just keep going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Ich verstehe leider auch nichts mehr, aber das ist, nimmt gerade echt eine sehr überraschende Wendung alles an. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber ich fand den Teil wieder richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Story ist echt nice von Green Hell und ich möchte unbedingt weiterspielen. Ihr könnt gerne Tipps und sowas unten in die Kommentare schreiben. Falls ich was überlesen habe, was wichtig ist, schreibt es auch unten in die Kommentare, aber bitte nicht spoilern oder so. Die Mods, die löschen das auch, also tut's einfach nicht. Ist auf jeden Fall besser. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Und ja, falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.